Die EZB hat in der letzten Woche, wie erwartet, die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt. Aber die Märkte hatten sich mehr erhofft. Sie haben darauf gehofft, dass es Hinweise gibt, dass es im Juli weitergeht und schon im Juli die nächste Zinssenkung kommt. Diesen Erwartungen und Hoffnungen hat Christine Lagarde aber erstmal eine Absage erteilt. Und warum die Zinsen jetzt sogar länger auf dem aktuellen Niveau bleiben könnten, bevor sie doch mal irgendwann wieder sinken, dafür gibt es Gründe und die zeige ich dir in diesem Video. Diese erste Enttäuschung hat die Charts von DAX, von Eurostoxx 50 auch jetzt in eine sehr interessante Ausgangslage gebracht, wo es jetzt wirklich auf den nächsten Impuls ankommt, ob es denn nach oben oder nach unten geht. Wo könnten dann mögliche Ziele liegen für einen Impuls nach oben oder nach unten? Ich zeige es dir natürlich in diesem Video. Ja, gibt es denn jetzt überhaupt noch Treiber, die dafür sorgen könnten, dass der Markt auch nach oben weiter durchschnaut und wir eine Sommerrallye sehen? Ja, die gibt es. Und welche das sind, auch das zeige ich dir in diesem Video. Zuvor aber lade ich dich wie immer ein, abonniere sehr gerne den Kanal hier unter dem Video, falls du es noch nicht getan hast. Denn dann bleibst du bestens informiert, egal ob es an den Märkten nach oben oder nach unten geht. Zunächst der Blick auf die letzte Woche wie immer. Wir sehen hier viel gelbe Ampeln in Europa. Eine grüne Ampel ist übrig geblieben, nämlich die Charttechnik im DAX, der DAX selbst. Charttechnisch weiterhin auf grün. Schauen wir in die aktuelle Woche hinein. Und wir sehen, es hat sich nichts verändert, es ist immer noch das gleiche Bild, aber es gibt trotzdem einige interessante neue Daten und die schauen wir uns natürlich jetzt im Detail an. Wie immer, wir starten mit dem wirtschaftlichen Umfeld und das bleibt auf gelb. Warum das so ist und wie wir diese Zweiteilung wieder haben, hier neue Daten jetzt dazu. Zunächst einmal hier der Überblick über die Einkaufsmanager-Indizes Mai, jetzt noch die Dienstleister und auch die Gesamtindizes und wir sehen hier, dass wir hier wirklich mit Ausnahme von Frankreich in allen anderen großen Volkswirtschaften, aber auch Europa gesamt, oberhalb der 50, also im Expansionsbereich sind. Das heißt, wir sehen hier Wachstum in Summe, getrieben durch den Dienstleistungssektor. Selbst Deutschland, wir sehen hier der Index 54,2 extrem stark, genauso in Italien. Nur die Franzosen mit 49,3 hier leicht im schrumpfenden Bereich. Aber auch insgesamt Europa 53,2 ein wirklich guter Wert. Und das zeigt uns, dass wir eben hier gerade im Dienstleistungssektor Wachstum sehen. Somit auch die Gesamtindizes damit relativ gut, in den 52ern, sowohl Europa gesamt als auch Deutschland, als auch Italien, auch hier die Franzosen hinken etwas hinterher. Aber daran sehen wir, die Wirtschaft wächst und das sind ja erstmal grundsätzlich gute Nachrichten, auch natürlich dann für den Aktienmarkt, denn eine wachsende Wirtschaft bedeutet wachsende Unternehmensgewinne, speziell hier bei den Dienstleistern. Auf der anderen Seite Auftragseingänge für Arbeitende, wir sehen also den Industriesektor, das haben wir ja schon in der Woche uns letzte Woche uns angeschaut, da sind die Einkaufsmanager-Indizes auch weiterhin im schrumpfenden Bereich und wir sehen es hier speziell für Deutschland. Ja, es schwankt natürlich, aber der Trend ist seit 2021 massiv abwärts, was die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe angeht und das ist das, was wir eben auch im Industriesektor sehen und deswegen ist eben dort auch eher die Gefahr von Jobabbau auf der anderen Seite. Eben die Dienstleister, denen geht es sehr gut und somit in Summe ja auch diese gelbe Ampel, weil wir diese Zweiteilung haben, Industrie, pfui, aber Dienstleister, hui und genau das sehen wir auch wieder hier in den Daten. Auf der anderen Seite natürlich die Dienstleister, das ist das, was lohnintensiv ist. Ich habe es gezeigt, wie die Lohnentwicklung weiterhin sehr, sehr stark ist, was sehr gut ist für die Angestellten, für die Lohnempfänger. Auf der anderen Seite die Inflation in Europa, sie fällt nicht mehr weiter. Sie hat sogar wieder ein kleines bisschen zugelegt, aber man kann erstmal sagen, sie hat sich jetzt in so eine Seitwärtsbewegung jetzt hineinmanövriert. Sowohl die Gesamtinflation als auch die Kerninflation. Wir befinden uns zwar hier unter 3%, es sind jetzt keine Katastrophendaten, aber das Ziel der EZB sind 2% und das sehen wir eben nicht. Und gerade die Serviceinflation, also die Dienstleistungsinflation ist bei über 4%. Ja, es geht den Dienstleistern gut. Die Nachfrage ist stark aufgrund der starken Lohnentwicklung. Die dienstleistenden Unternehmen sehen sich mit deutlichen Kostensteigerungen aufgrund der Lohnsteigerungen konfrontiert. Aber sie haben eben auch eine starke Nachfrage. Was tun sie? Sie werden die Preise weiter anheben. Und deshalb werden wir hier höchstwahrscheinlich auch eben nicht weiter zurückkommen in Richtung des 2%-Ziels. Und ja, die EZB hat in der letzten Woche die Zinsen gesenkt von 4,5 auf 4,25% beim Leitzins. Aber jetzt ist ja wirklich die Frage, wie geht es da weiter? Können wir weitere Zinssenkungen sehen? Christine Lagarde hat ganz klar gemacht,
Wir bleiben datenabhängig. Aber eine Zinssenkung für den Juli hat sie nicht in Aussicht gestellt. Und der Marktkonsens ist noch im der September, aber es gibt auch schon mehr die Richtung November tendieren. Und damit, dass es dann eben nur noch zwei Zinssenkungen in Summe dieses Jahr geben könnte, vielleicht gibt es auch gar keine mehr. Wenn die Wirtschaft anzieht und wenn die Inflation wieder anzieht, schauen wir uns das nochmal etwas genauer an, was die EZB auch selbst da prognostiziert. Zunächst einmal aber nochmal hier die Frachtpreise, die Containerfrachtpreise anhand dieses Indizes hier, wie eben sich auch die Frachtraten entwickelt haben, was so ein Container kostet. Und wir sehen, dass das speziell seit Ende letzten Jahres massiv angezogen hat. Das heißt, auch damit werden ja natürlich Güter wieder teurer, die hier eingeschifft werden, weil einfach die Containerpreise, die Frachtpreise entsprechend steigen. Und dieser Abwärtstrend, der uns natürlich auch im letzten Jahr geholfen hat, die Inflation runterzubringen auf der Güterseite, das kehrt sich gerade wieder ins Gegenteil um. Also auch das wirkt inflationär. Aber, und das ist genau das, was wir hier sehen, die EZB selbst hat jetzt gegenüber dem März ihre Inflationsprognose deutlich angehoben. Für dieses Jahr auf 2,5%, auch im nächsten Jahr noch über 2% und jetzt rechnen sie eben erst 2026, also übernächstes Jahr, mit dem Erreichen des 2%-Ziels bei der Inflation. Speziell sehen wir eben hier auch bei der Kernrate einen deutlichen Anstieg in der Erwartungshaltung, was die Inflation angeht, auch bedingt, das ist hier diese rechte Grafik, GDP, also das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaft, sie wächst stärker in diesem Jahr als noch im Vergleich zum März-Forecast, aber dann dafür nächstes Jahr ein kleines bisschen weniger, 2026 bleibt es dann hier bei diesen 1,6%. Also wir sehen hieran schon, die EZB selbst rechnet jetzt mit höherer Inflation, mit einer nachhaltigeren Inflation, bis das wirklich runtergeht auf die 2%. Und somit dürften natürlich auch die Zinssenkungen deutlich später kommen. Ist es möglich, dass wir noch eine zweite Zinssenkung in diesem Jahr sehen? Ja, es ist möglich, wenn sich die Inflation rückläufig bewegt. Aber wir haben eben auch gesehen in den Daten, dass es hier Inflationstreiber gibt. Und damit dürften die Zinsen eher hoch bleiben. Was natürlich die Börsen wiederum nicht unbedingt befeuert, wenn die Zinsen hoch bleiben, wenn der Preis des Geldes hoch bleibt. Andererseits, wenn die Wirtschaft stark läuft, dürften speziell die Dienstleister hier, aber auch die exportorientierten Unternehmen auch wieder von der besser werdenden Konjunktur profitieren, damit auch ihre Gewinne steigern. Und letzten Endes müssen wir ganz klar sagen, solange die Konjunktur läuft, solange die Unternehmen ihre Gewinne steigern können, ist der Preis des Geldes erst einmal zweitrangig. Da werden die steigenden Unternehmensgewinne dominieren, den Aktienmarkt nach oben treiben. Auf der anderen Seite aber natürlich, sobald hier etwas Sand ins Getriebe kommt, was die Wirtschaftsentwicklung angeht, dann wird der Preis des Geldes ganz, ganz schnell wirklich der dominierende Faktor und dann würde es auch entsprechend nach unten gehen. Schauen wir uns mal die Charts an, wie die so aussehen. Die stehen schon ein bisschen auf der Kippe. DAX noch grün, Eurostox gelb. Schauen wir mal hier in die Details hinein. Und beim DAX, wir sehen es hier, wir sind weiter in diesem Aufwärtstrend und wie ich es auch letzte Woche angedeutet habe, der 50-Tage-Durchschnitt mit 18.350 Punkten, das ist so diese aktuelle Unterstützung, die entscheidet, bleiben wir wirklich hier mittelfristig im Aufwärtstrend oder müssen wir erstmal mit einer Konsolidierung rechnen. Heute Morgen geht es hier runter, aber diese Marke, diese hält, also noch bleiben wir hier im grünen Terrain und das hat sich ja auch ein paar Mal schon zuletzt angedeutet, immer wieder. Also der DAX hier in einem intakten Aufwärtstrend. Auf der anderen Seite sollte natürlich hier dieser 50-Tage-Durchschnitt als Unterstützung gebrochen werden. Dann haben wir auch keine wirkliche charttechnische Unterstützung mehr bis runter zu den April-Tiefs. Also dann hätten wir erstmal bis fast 17.600 Punkte runter Platz, was dann ja schon ein deutlicherer Abschwung wäre. Entscheidend wird hier wahrscheinlich sein, morgen die Inflationszahlen in den USA und auch der FED-Zinsentscheid, vor allem hier der Ausblick, den Jerome Powell gibt. Gibt es Zinssenkungen im Laufe des Jahres noch in den USA oder nicht? Das wird entscheidend sein, hier auch für die Entwicklung des DAX, denn das wird abhängig dann eben von den US-Märkten. Sollte das eher positiv rauskommen für die Märkte, also die Inflation geringer rauskommen, die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA im Herbst sich dadurch wieder beschleunigen, dann dürfte der DAX hier eher nach oben ausbrechen
Und dann sind wahrscheinlich 19.000 Punkte relativ schnell drin. Und dann könnte es auch Richtung 19.500 Punkte laufen in den nächsten Wochen. Auf der anderen Seite sollte es hier zu Enttäuschungen kommen, dass die Inflation sich als noch hartnäckiger erweist als sowieso schon gedacht, dass Jerome Powell eher Absagen gibt in Richtung Zinsanhebungen, Zinssenkungen natürlich, dann dürfte es zu einer Enttäuschung führen an den US-Märkten und das dürfte auch wahrscheinlich den DAX dann mit nach unten ziehen. Und dann müssen wir damit rechnen, dass wir in den nächsten Wochen erst einmal hier wahrscheinlich Richtung 17.600 Punkte laufen, das Apriltief noch einmal testen. Also daran hängt jetzt wirklich das weitere Wohl und Wehe des DAX. Auf der anderen Seite der Euro Stoxx 50, hier ist das Bild neutraler, wir haben die gelbe Ampel. Wir sind in diesem Seitwärtstrend gefangen seit Ende März und hier brauchen wir einfach neue Impulse. Ganz klar, gleiche Begründung wie auch gerade genannt. Morgen der US-Zinsentscheid wird es machen. Wenn wir hier ganz klar sehen, dass da neue Impulse kommen, dass es positiv wird und sich Richtung Zinssenkungen auswirkt, dann dürften wir hier nach oben ausbrechen und dann über die 5.120 Punkte in Kürze laufen. Sollte das enttäuschend sein, werden wir mit Sicherheit die 4.880 hier auch in den nächsten Tagen und Wochen antesten, zumal es ja diese Unsicherheit gibt durch die Europawahl und die Auflösung vor allem des Parlaments in Frankreich durch Macron, der Neuwahl noch in diesem Monat ansetzt für die Nationalversammlung in Frankreich. Und das ist natürlich erstmal Unsicherheit. Und die Börsen hassen Unsicherheit. Und da wir natürlich im Eurostoxx auch viele französische Werte drin haben, zieht das den Markt hier eher momentan etwas nach unten. Diese Unsicherheit muss sich lösen in Form von klaren Ergebnissen bei den Nationalversammlungswahlen in Frankreich. Auf der anderen Seite die positiven Impulse durch ja, die US-Inflationsdaten und Zinsausblicke. Und dann dürften wir eben hier auch beim Eurostoxx 50 wieder nach oben ausbrechen. Andernfalls, solange die Unsicherheit bleibt, könnte es eben auch erstmal hier nochmal in Richtung der April-Tiefs hinuntergehen. Schauen wir uns abschließend das Sentiment an. Das ist gelb, zeigt aber sehr interessante Daten. Schauen wir da mal in die Details hinein. Das Sentiment bleibt moderat optimistisch und Sentix sagt uns hier, das strategische Grundvertrauen verbessert sich überraschend weiter, was untypisch für diese Jahreszeit ist. Und es verbessert sich für deutsche Aktien in beiden Anlegergruppen. Damit ist gemeint sowohl die institutionellen Anleger als auch die Privatanleger. Während sich dieser Differenzindex aus Grundvertrauen und Sentiment aus der Kaufzone entfernt. Was ist damit gemeint? Nun, das Grundvertrauen ist sehr optimistisch, wie wir hier sehen. Auf der anderen Seite das Sentiment. Das ist nicht mehr ganz so negativ, wie es noch vor kurzem war. Also das ist jetzt nicht mehr unbedingt der Kontraindikator, aber das Sentiment ist auch noch nicht so ja, euphorisch und bullisch, dass da nicht noch Luft nach oben wäre und somit die Kurse nicht noch weiter klettern könnten. Auf der anderen Seite sehen wir das Öl. Das habe ich ganz bewusst hier reingepackt. Wir haben ja über das Thema Inflationstreiber gesprochen und wir sehen hier Rohöl, das ist ja deutlich zurückgekommen in den letzten Tagen. Hat statistisch ein großes Kurspotenzial, denn das Sentiment ist so schlecht und das Grundvertrauen so groß, dass diese Differenz auf dem tiefsten Stand seit Anfang 2023 liegt. Antizykliker steigen daher ein. Das heißt, bei Öl haben wir sehr wahrscheinlich aufgrund der Stimmungslage, dass wir über die nächsten Wochen und Monate steigende Kurse sehen. Und natürlich wird auch das, unabhängig von irgendwelchen geopolitischen Aspekten, dann zu einem Inflationstreiber, denn Öl ist nach wie vor ein ganz, ganz entscheidender Rohstoff an dieser Stelle. Trotzdem, so schreibt uns hier Euwachs, das Euwachs-Sentiment. Aus Sicht der Anleger gibt es jetzt erstmal kurzfristig wenig Druck, etwas zu ändern. Der Sommer steht an, Investitionsquote wurde moderat zurückgefahren und es gibt momentan keinen Grund, einen wirklichen Ausverkauf zu fürchten. Das haben wir auch in den Charts gesehen. Eine gewisse Konsolidierung, ja, aber da zeigt sich jetzt kein Crash. Auch das Sentiment ist nicht so euphorisch, dass wir hier einen Crash erleben müssten. Auf der anderen Seite aber auch die Hoffnung auf eine Rallye. Dafür ist einfach, da fehlen uns die Impulse. Dafür fehlen uns schlicht und ergreifend die Gründe auch wirklich. Außer natürlich, morgen kommt aus den USA entsprechendes, kann ich mir wenig vorstellen. Aber das wäre noch der einzige Grund, wenn hier wirklich die Inflation viel, viel niedriger reinkommt. Und die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA sich massiv auflockert, dann wäre das so ein Impuls.
Ansonsten also könnte es sein, dass wir auch erstmal so seitwärts, moderat aufwärts laufen in den nächsten Wochen oder eben eine kleine Konsolidierung sehen. So genau wissen wir es nicht. Wir müssen einfach den morgigen Tag abwarten. In Summe also diese gelbe Ampel, und das haben wir ja überall gesehen. Es gibt viele Daten, die sowohl in die eine als auch in die andere Richtung zeigen. Deshalb gibt es da momentan einfach wenig Gründe und wenig Impulse, sich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung massiv zu positionieren. Am besten wahrscheinlich, so wie es auch das Sentiment schreibt, mit einer moderaten Investitionsquote, die einen gewissen Cashbestand auch hat, einfach mal die Märkte weiterlaufen lassen, sich nach unten absichern, falls doch irgendetwas passieren sollte, falls irgendein schwarzer Schwan um die Ecke kommt, und ansonsten einfach mal warten, wie es weitergeht. Wie wir gesehen haben, gibt es einige Gründe, die sowohl für steigende als auch für fallende Kurse in den nächsten Wochen sprechen. Die wirklich erfolgreichen Investoren, die 20%, die 80% aller Gewinne machen, das sind nicht die, die jetzt hineingehen und darauf spekulieren, dass sie vielleicht recht haben könnten. Die warten auf klare Signale. Sicher möchtest du auch zu diesen 20% der erfolgreichen Investoren zählen. Damit du das kannst, habe ich einen kleinen Kurs erstellt. Schau ihn dir unbedingt an und melde dich an. Hier kommt dein dreiteiliger Videokurs für dein Depot voller Gewinneraktien. Hier kommt absolutes Expertenwissen für dich. Ich zeige dir, wie du zu den 20% der Investoren gehörst, die 80% aller Gewinne machen. Hast du schon viele Strategien an der Börse ausprobiert, aber nur mit geringem Erfolg? Stell dir vor, was es mit deinem Börsenhandel macht, wenn du ein klares System hast, das dir sagt, wann du kaufen und wann du verkaufen sollst. Investiere wie ein Profi ist dazu dein passgenauer Schlüssel. Melde dich jetzt über den Link unter dem Video an. In den nächsten Wochen wirst du wahrscheinlich an der Börse relativ wenig verpassen. Wir haben es ja auch gesehen, dass schon auch die großen, die institutionellen Investoren ihre Cashquote etwas aufgebaut haben, ihre Investitionsquote etwas abgebaut haben und eigentlich schon so ein bisschen im Sommermodus sind. Und somit, ja, es kann auch einmal ein paar Prozent hinaufgehen, es kann auch erstmal eine Konsolidierung kommen in den nächsten Tagen, bevor es dann noch einmal im Juli wieder nach oben geht. Wir wissen es nicht. Was wir aber relativ mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen können, ist, dass du jetzt nichts mehr verpasst. Du machst also nicht so viel falsch, wenn du einfach mit einer mehr moderaten Investitionsquote und ausreichend Cash erstmal in den Sommer gehst. Schau, dass du dich absicherst nach unten, sodass, falls irgendwas passieren sollte, dass du hier nicht plötzlich ein böses Erwachen erfährst. Aber ansonsten wirst du wahrscheinlich erstmal nicht viel verpassen. Das Potenzial nach oben, ohne dass wir mal eine größere Korrektur sehen, mal zumindest von 10-15%, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Auch wenn wir nicht wissen, wo die absoluten Topstellen sind. Aber wir nähern uns jetzt dem August, September, und das sind die statistisch gesehen schlechtesten Monate des Jahres. Und nicht nur das, wir haben in diesem Jahr ja auch die Präsidentschaftswahl in den USA, und auch das sorgt für Unsicherheit, gerade in diesen Monaten August, September, Oktober. Das lässt sich immer wieder alle 4 Jahre beobachten. Und damit geht es eben auch normalerweise nach unten, gerade in diesem Jahr, wo wir ja so einen starken Anstieg schon gesehen haben an den speziell auch US-Märkten, ist es umso wahrscheinlicher, dass wir eben auch da wieder im Herbst eine Korrektur sehen. Wie groß die dann ausfällt, das hängt ganz davon ab, wie die Wirtschaft der USA dann wirklich auch im Herbst dasteht, ob wir da schon in die Rezession hineinlaufen oder ob die Wirtschaft nach wie vor stabil bleibt. Insofern, die Chance nach oben dürfte begrenzt sein und du kannst Cash aufbauen. Warte auf den Herbst, genieße den Sommer, und im Herbst werden wir sehen, wie tief wir fallen, ob es diese 10-15% Korrektur gibt und dann mit einer neuen Jahresendrallye wir nochmal neue Höchststände erreichen, eben weil wir die Rezession erst 2025 sehen und es nochmal länger dauert, oder ob sich tatsächlich zeigt, im 4. Quartal 2024 schon, kommt die Rezession in den USA und dann dürfte es ungemütlich werden. Ich informiere dich natürlich wie immer hier auf dem Kanal, bleib also dem Kanal treu, ich werde dir die entsprechenden Daten, Fakten liefern, sobald wir eben da mehr sehen können. Und dann, wie gesagt, wenn wir unten sind, dann ist die Chance einzukaufen. Und es ist völlig unerheblich, ob wir jetzt eine 10-15% Korrektur sehen oder ob wir wirklich die große, den Art Flash Crash oder kleineren Bärenmarkt hier sehen. Denn wenn wir unten sind, danach wird es erstmal nach oben gehen. Sei es noch in eine ganz finale Welle hinauf,
bis in das Frühjahr nächstes Jahr hinein, bis dann die Rezession kommt in den USA. Oder dass es wir eben schon ganz unten sind und dann sowieso eine neue große Horse wieder hineingehen. Bis dahin allerdings ist noch ein bisschen Zeit. So gesehen hast du wirklich Zeit, den Sommer zu genießen. Und dafür wünsche ich dir zunächst einmal eine erfolgreiche Börsenwoche und bis zum nächsten Mal. Dein Christian.